Hallo und herzlich willkommen zum vierten Fenster des Arbeitsblattes der Polynomdivision. In den vorigen Videos haben wir schon das Dividieren durch eine zweistellige Zahl und uns den Algorithmus dazu angesehen. Ebenso haben wir diesen Algorithmus schon dazu verwendet, um eine Polynomdivision durchzuführen. Solltest du das Video noch nicht gesehen haben, bitte geh zurück auf dieses. Ziel dieses Videos ist es nun, den Algorithmus der Polynomdivision zu üben. Dafür werden wir das Polynom 6x hoch 4 minus 19x hoch 3 plus 26x² minus 19x minus 10 durch das Polynom 2x² minus 3x plus 5 dividieren. Vielleicht möchtest du es selbst probieren, pausiere dafür kurz das Video. Als ersten Schritt betrachten wir den Summanden mit der höchsten Potenz des ersten Polynoms, 6x hoch 4. Und dividieren diesen durch den ersten Summanden mit der höchsten Potenz, 2x² des zweiten Polynoms. Und erhalten 3x². Dieser Quotient wird oben hinter das ist gleich geschrieben. Und als nächsten Schritt wird dieser Quotient mit dem Polynom, durch das wir dividieren, multipliziert. 2x² minus 3x plus 5 mal 3x². Dies ergibt 6x hoch 4 minus 9x hoch 3 plus 15x². Diese neu entstandenen Termen werden entsprechende Potenzen unter das erste Polynom geschrieben. 6x hoch 4 minus 9x hoch 3 plus 15x². Dann ziehen wir diese Zeile von der oberen ab. 6x hoch 4 minus 6x hoch 4 ergibt 0. Minus und Minus ergibt ja Plus, somit haben wir minus 19x hoch 3 plus 9x hoch 3 ergibt minus 10x hoch 3. 26x² minus 15x² ergibt plus 11x². Als nächstes werden die letzten beiden Summanden einfach heruntergeschrieben. Minus 19x minus 10. Nun beginnt das Spielchen von vorne. Vielleicht möchtest du das Video wieder kurz pausieren, um es einmal selbst zu probieren. Wir nehmen nun den Summanden mit der höchsten Potenz, minus 10x hoch 3, und dividieren wieder durch 2x². Minus 10 durch 2 ergibt minus 5, und x hoch 3 durch x² ergibt x. Also haben wir den Quotienten minus 5x, welchen wir wieder mit 2x² minus 3x plus 5 multiplizieren. Dies ergibt minus 10x hoch 3 plus 15x² minus 25x. Diese neue Zeile wird nun oben wieder entsprechende Potenzen darunter geschrieben. Minus 10x hoch 3 plus 15x² minus 25x. Und wir subtrahieren nun diese Zeile von der oberen. Minus 10x minus minus 10x hoch 3 jeweils fällt weg. 11x² minus 15x² ergibt minus 4x². Minus 19x minus minus 25x ergibt plus 6x und die minus 10 werden wieder heruntergeschrieben. Das Spielchen beginnt von vorne. Pausiere vielleicht wieder das Video und probiere es selbst. Wir dividieren minus 4x² durch 2x² und erhalten
minus 2. Schreiben den Quotienten oben dazu und multiplizieren wieder das Polynom 2x² minus 3x plus 5 mit minus 2 und erhalten minus 4x² plus 6x minus 10. Schreiben diese Term wieder oben darunter. Minus 4x² plus 6x minus 10 und subtrahieren diese Zeile von der oberen. Minus und Minus ergibt Plus, somit fallen die 4x² weg, 6x minus 6x ist 0 und Minus ergibt Plus, also minus 10 plus 10 ergibt auch wieder 0 Rest. Hier siehst du noch einmal die Polynomdivision schön aufgeschrieben und hier kannst du noch einmal alles nachvollziehen. Du findest auch die Lösung entsprechend auf unserer Webseite und auf deinen Übungszetteln.